Als ich gestern auf Twitter unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass mir Leute immer noch Fragen unter Hashtag FragKnuspi stellen, obwohl das scheiß Antwortvideo schon längst kam und ich nicht angekündigt habe, dass ich das jetzt regelmäßig mache. Und dann bekomme ich wieder nur so eine Scheiße geschickt. So, meine Frage an Hashtag FragKnuspi ist, mit welchem dieser vier Gegenstände du am liebsten in den Arsch gefickt wirst, halt so richtig in deinen Arsch, Knuspi, vielleicht auch so und so richtig... Mann! Was? Junge, was? Was ist los mit dir? Was willst du eigentlich von mir? Und was sagen überhaupt deine Eltern dazu, wenn du fucking Meister Mannys Werkzeugkiste in Real Life nachstellst und das ganze Zeug dann durch die scheiß Bude wirfst? Dann hört man nur so, wie du schreist durch die Zimmertür. Ich ficke deinen Arsch, Crosby! Was denken sich also deine scheiß Eltern dabei? Oder wollen die mich auch in den Arsch ficken? Oh mein Gott, du bist so dumm, Knuspertoast. Die Eltern waren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht zu Hause gewesen. Ach so, jetzt verstehe ich das. Tut mir leid, ich habe wohl gerade vollkommen zu Unrecht einen Jungen beleidigt, der seine Chance nutzt, wenn die Eltern weg sind, ein Video zu machen, dass er mein fucking Arschloch in zwei Hälften teilen will. In deinen Arsch, Knuspi. Doch dieser Typ war nicht der Einzige, der noch etwas geschickt hat. Schaut euch doch mal diesen Kollegen hier an. Ja, moin, Knuspi. Das war die beste fucking ApoRed-Imitation, die ich je gehört habe. Ja, moin, Knuspi. Auf jeden Fall hat er dann doch noch eine Frage gestellt. Ich wollte so ein Videoformat wie du machen und ich wollte einfach mal ganz frech fragen, was für Programme und was für Setup du eigentlich so benutzt. Willst du mich eigentlich verarschen? Bilde ich mir das ein oder hat er das gerade wirklich gefragt? Ich wollte dein Format klauen und ich wollte mal wissen, wie du deine Videos schneidest, damit ich nämlich dein Format besser klauen kann. Mann! Es gibt nicht das beste Mikrofon, es gibt nicht das beste Schnittprogramm und es gibt auch nicht das beste Format. Du musst für dich herausfinden, was zu dir passt, bisschen rumgucken, aber doch nicht meinen fucking Kanal nachmachen. WTF! Dieser Junge ist fucking Swiper. Ich wollte so ein Videoformat wie du machen. Gebe diesem Video einen Daumen nach oben oder du wirst mit Werkzeug in den Arsch gefickt.